So, da rendert gerade das Video zur Husqvarna. Husqvarna. Können wir direkt anfangen? Ich habe mir schon ein paar Sachen ausgebaut. Und zwar diese Auspuff, Hitze, Schild, hässlich, Teile hier irgendwie. Die passen meiner Meinung nach überhaupt nicht zu dem Motorrad. Ich habe jetzt schon zwei, drei Sachen gemacht. Die Spiegel waren schon mal ab und ich habe diese ganz hässliche rote Lenkerpolster. Das flog auch direkt weg. Jetzt die Auspuffhitzeschilde. Die werden jetzt geschliffen, grundiert und lackiert. Und dann kommen die wieder ran. Weil ich denke, in schwarz wird gleich direkt viel cleaner aussehen. Weil natürlich das Motorrad sich dann viel besser vom unteren Teil und vom oberen Teil abhebt. Also der obere Teil mit dem Rot und dem Weiß und dann der untere Teil mit dem Schwarz. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Schwinge noch irgendwie selber wieder lackiere oder ob ich sie pulvern lasse. Auf jeden Fall soll das Motorrad schon mal für euch als Idee, wo es hingehen soll. Untenrum schwarz, obenrum weiß. Mal gucken, ob ich das rot lasse. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, jetzt als allererstes mal die Auspuffhitzeschilde schwarz machen. Das ist das Erste, was ich jetzt tue. Dann brauche ich eine Lenkererhöhung für das Ding, weil das noch so von der Ergonometrie für mich überhaupt nicht passt. Ansonsten bin ich recht zufrieden. Also bisher, das Motorrad fährt echt gut so. Ist jetzt klar, das ist keine EXC, das ist auch keine SMR, aber so für ein Straßenmoped fährt das Ding echt gut. Mal gucken, wie sich das mit einem neuen Vorderreifen dann fährt, das Ganze. Werde ich alles in den nächsten Tagen rausfinden. Aber momentan haben wir folgende Situation. Genau, das heißt, aktuell ist sowieso nicht viel los mit Fahren, deswegen kann ich auch ein bisschen bauen. Also, geht's weiter bei mir im Keller. Schon wieder zurück bei mir im Bastelkeller. Jetzt fange ich als allererstes damit an, ich will den Lenker von der Husqvarna messen, also wie dick der ist, weil ich eine Lenkererhöhung bestellen will. Und das nächste, was ich mache, ist mich um die Hitzeschilde kümmern. Viel mehr machen wir heute auch ja nicht. Ich will noch so ein paar Sachen rausfinden, aber das mache ich per Recherche. Ja, los geht's. Ja, 22,41 mm habe ich gemessen. Soll heißen, das ist ein 22er Lenker. So, was ich jetzt also mache, ist, ich schnappe mir jetzt mein Handy, Amazon, schicke mir selber so einen lustigen Affiliate-Link und dann bestelle ich quasi eine 22 mm Lenkererhöhung, dass ich den Lenker ein Stück höher kriege, dann passt die Ergonometrie für mich wieder besser, weil ich das eher mag, wenn ich so wie auf einer Motocross sitze. Bloß so zum Verständnis, wenn ich den Lenker hier unten habe, dann kriegt die Ellbogen nicht nach oben und habe nicht das Gefühl, dass ich eine gute Kontrolle über das Motorrad habe. Wenn der Lenker so 2-3 cm hochkommt, dann kriege ich auch die Ellbogen mehr gerade. Bin so eher zu einem 90 Grad Winkel und dann kann ich das Motorrad besser bewegen, ohne den Oberkörper zu bewegen, weil ich einfach die Ellbogen oben habe. Deswegen Lenkererhöhung ist ein persönliches Ding, einer mag es nicht so, für mich persönlich ist das definitiv. Das ist halt allemal wert und so eine 22 mm Lenkererhöhung kostet irgendwie zwischen 20 und 50 Euro. Für 50 Euro kriegt man dann aber schon mal qualitativ sehr, sehr hochwertiges. Also ich nehme meistens das Billigste, weil es einfach egal ist. Bisher habe ich noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, also warum sollte ich jetzt da irgendwie auf immer mehr Geld ausgeben, obwohl es für billigeres Geld im Grunde genommen etwas gibt, was den gleichen Zweck erfüllt. Das nächste, was ich mache, ist die Auspuffhitzeschilde leicht mit Sandpapier bearbeiten, dann werde ich sie grundieren und dann werden wir sie lackieren schwarz. Ich überlege noch, ob schwarz matt oder schwarz glanz. Ich könnte mir vorstellen, dass zu dem Motorrad schwarz glanz ganz gut passt, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das gucke ich mir jetzt gleich an. Ich habe jetzt Bild komplett erstmal mit Sandpapier bearbeitet, sodass die Oberfläche so ein bisschen angeraut ist. Jetzt mache ich sie sauber, wieder mal eine Dusche im Bremsenreiniger und danach kommt die erste Lage Lack, also Grundierung. So, ich habe mich entschieden und zwar erstmal Grundierung und danach kommt Hochtemperaturlack Mattschwarz. Das ist das, was quasi am Ende den Finish geben wird. Ich habe mich für Mattschwarz entschieden, weil der Tank untenrum ja auch schwarz ist und der ist auch matt.
Also ich denke, dass das ganz gut dazu passt, wenn dieser Streifen mit diesen hässlichen Hitzeschutzblechen, wenn der auch mattschwarz ist, das passt dann besser zum Tank. Also mattschwarzer Hitzeschutzlack und Grundierung vorher. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr Dosen benutzt, die ihr schon mal in der Hand hattet, mit denen ihr schon mal gesprüht habt, nachdem ihr die benutzt habt, müsst ihr die auf den Kopf stellen und leer sprühen, also den Sprühkopf leer sprühen, dass der nicht verklebt. Und wenn ihr sie das nächste Mal benutzt, wirklich nochmal 30-40 Sekunden schütteln, dass sich der Lack auch nochmal komplett da drin vermischen kann. Wenn ihr das gemacht habt, auf irgendeiner Oberfläche ein Stück Papier oder ein Stück Holz oder was ihr habt halt, einfach mal Probe sprühen. Um zu gucken, dass das auch ein sauberes Sprühbild ergibt. Weil wenn das kein sauberes Sprühbild ergibt, dann solltet ihr euch eine neue Dose öffnen. Diese Sprinkler, wenn es kein sauberes Sprühbild ergibt, die habt ihr dann nachher auch auf dem Bauteil, das ihr besprühen wollt. Also Dose ist nicht so einfach, aber wenn man so ein paar Sachen beachtet, dann kann man damit schon relativ gute Ergebnisse erzielen. Ich meine, ihr habt ja bei meiner EXC sehen, da sah es ja auch recht gut aus. Also weiter geht's mit der Dose. Was ich immer mache, ist, ich hänge mir die zu lackierenden Teile an so einen Gummistraps, da ist so ein Haken dran. Dann brauche ich das Teil nicht irgendwie anfassen und dann kann ich hier oben einfach das Teil so nehmen, wie es ist und dann irgendwo hinhängen zum Trocknen. Das ist der Plan. Da hinten, das Ding da, was ihr da gerade seht, das da, dieses Ding, da sind Nägel drin geschlagen und da kann ich das einfach dran aufhängen zum Trocknen und dann, das Ding braucht glaube ich 2 Stunden zum Trocknen. Ja, ausgehärtet und überlackierbar nach 2 Stunden. Hier drin ist es schön warm, also passen die 2 Stunden auch. Das heißt, ich grundiere den Quatsch jetzt und dann warte ich ein paar Stunden, ich habe eh noch gut zu tun, dann mache ich das Video schon und dann wird hinterher der schwarze Lack überlackiert. Also, los geht's. Der Quatsch ist jetzt getrocknet und jetzt kommt einfach die Lage von dem schwarzen, mattschwarzen Hitzeschutzlack, die kommt da noch drauf. Und dann ist mir noch was aufgefallen, das war ursprünglich der Grund, warum ich die überhaupt abgebaut habe. Und zwar haben die an dem Krümmer so ein bisschen geklappert und das, nicht geklappert, mehr so geklingelt, weil das halt so ein dünnes Trompetenblech ist. Ich muss mir noch was ausdenken, womit ich das irgendwie festmache, dass das nicht mehr so hässlich klappert. Das Ding mir richtig auf den Sack. Aber das sollte nur kein Problem sein, irgendwie Unterlegscheiben und dann vernünftig anschrauben und dann müsste das fest sein. Ja, jetzt also schwarzer Lack. Ja, so, das war's schon. Das war die erste Lage matt-schwarz. Das lasse ich jetzt trocknen ein paar Stunden und dann mache ich eine zweite Lage matt-schwarz drauf und dann wartet im Grunde genommen schon. Ich habe eben gerade das Vorderrad ausgebaut bei der Husqvarna, habe mit dem zum Reifenservice gebracht hier, zu Reifenschulz, wo ich immer hinfahre. Habe mich diesmal entschieden für den Reifen, den ich hinten drauf habe, wegen beide Reifen gleich und so und der ist relativ neu, deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass ich vorne und hinten den gleichen Reifen fahre. Michelin Pilot Power 2 CT. Ich lasse mich überraschen. Also ich hätte gerne einen anderen Reifen genommen, aber dadurch, dass ich sonst beide hätte kaufen müssen, wäre irgendwie Unsinn gewesen. Vielleicht mache ich das nächste Jahr, dass da ein vernünftiger Supermotorreifen raufkommt. Aber ich denke, so für das, was ich damit vorhabe, nämlich so Daily Bitch mäßig, das Motorrad täglich halt irgendwie zu fahren, dafür reicht der Reifen allemal aus. Genau, jetzt das. Und wenn das alles trocken und fertig ist, dann geht das hier mit uns weiter, dann baue ich das dran und dann zeige ich euch, warum ich das gemacht habe und vielleicht haben wir dann schon die Idee mit dem Design und so. Ja, weiter geht's. 3 Tage später. So, los geht's. Jetzt sind jetzt so 2-3 Tage vergangen, der Lack ist trocken. Das Motorrad ist zugelassen, die Lenkererhöhung ist da, jetzt baue ich alles an. Und dann wartet auch schon fast wieder mit diesem Bau- und Lackier- und Zulassungsvlog. Was ich euch noch als Tipp geben wollte ist, ich war eben gerade, wie gesagt, bei der Zulassungsstelle, habe das Motorrad zugelassen und ich habe für dieses Kennzeichen
22 Euro bezahlt und das, obwohl ich schon Rabatt bekommen habe, weil ich da so oft Kennzeichen kaufe. Tut euch selbst einen Gefallen, reserviert euch ein Kennzeichen und dann bestellt es online. Ohne Scheiß, ich pack's hier in die Beschreibung, gibt bei Amazon Kennzeichen, die kosten irgendwie 8 Euro oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie kosten, aber auf jeden Fall kosten sie unter 10 Euro. Tut euch einen Gefallen, wenn ihr ein Motorrad anmeldet, bestellt euch bei Amazon oder was weiß ich, bei eBay oder so ein Kennzeichen, weil irgendwie bei der örtlichen Zulassungsbehörde da irgendeinem von den Anbietern zu nehmen, die haben natürlich so ein bisschen Monopolstatus und dementsprechend haben die natürlich die Möglichkeit, da einfach doppelt so hohe Preise zu nehmen. Das ist echt totale Scheiße und deshalb gute Empfehlung. Ich pack's euch dann in die Beschreibung und dann könnt ihr da euch ein Kennzeichen bestellen, weil es einfach keinen Sinn macht. Jetzt geht's weiter unten am Moped. So, das war mal ein richtiger Fail, weil der Lochabstand zwischen den beiden Löchern und der Lochabstand zwischen den beiden Schrauben viel, viel größer ist. Das heißt, diese SW Mototech Lenkererhöhungsgeschichte funktioniert bei dem Motorrad schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall nicht der Fail, weil das war mein Fehler, meine Dummheit, das hat auf jeden Fall nicht hingehauen. Also, falls jemand eine Lenkererhöhung braucht, schreibt mir mal in die Kommentare, das sind 20 mm. So sieht's aus. Matt schwarzes Finish. Zu diesem ganz hässlichen Auspuff hin. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Weißt du, ich habe das so gemeint, dass das Motorrad ist untenrum ja eh schwarz, der komplette Bereich. Und wenn das Ding, das war vorher silber, jetzt auch schwarz ist, dann hat man halt diesen Bereich, der jetzt insgesamt mehr schwarz ist. Wenn jetzt noch die Schwinge schwarz wäre, könnt ihr euch vorstellen, der untere Bereich von dem Motorrad wäre dann komplett schwarz. So wird der Plan. Vielleicht überlegen wir noch was mit den Rädern. Und designtechnisch hat sich die letzten Tage auch was ergeben, aber das kommt noch später. So, was jetzt noch gemacht werden muss, ist die Handguards abbauen, weil die sind hässlich und die passen nicht zu dem Motorrad, die fliegen jetzt weg. Und dann tausche ich noch die Handgriffe, das mache ich immer, wenn ich ein Motorrad kaufe. Jetzt diesen Griff darauf zu bekommen, ist es am einfachsten, wenn man Bremsen rein, ja, da reinsprüht. Der wird dann genutzt als Gleitmittel, dann schiebt man den drauf, dann verdampft er und dann kleben die Dinger wie Bombe. Die gleiche Thematik. Gasgriff, bisschen Bremsenreiniger da drin verteilen, dann kann man den noch auskippen, die letzten paar Milliliter, und dann stülpt man den darauf. Ja, und dann tut ihr euch den Gefallen und dreht euch den so hin, wie ihr den braucht, bevor der Bremsenreiniger getrocknet ist, und dann wird das Ding bombenfest sein am Ende. Jetzt stelle ich mir noch die Armaturen ein, das Ganze muss noch ein Stück nach da, weil mir die Bremse zu weit außen ist, dann kann ich nicht mit zwei Fingern greifen. Ja, und dann haben wir quasi die ersten Arbeiten schon abgeschlossen. So, das ist das fertige Ergebnis. Ohne Handguards, mit neuen Griffen. Ich habe die Strebe abgebaut, weil ich werde mit dem Ding nicht irgendwie großartig springen, das ist ja mein Straßenmotorrad. Alles ein bisschen aufgeräumt hier, das sieht so viel aufgeräumter aus, viel besser. Dann habe ich die Armatur ein Stück nach rechts verlegt, so dass ich hier trotzdem mit zwei Fingern kuppeln kann. Na, das ist noch nicht perfekt, aber schon viel, viel besser als vorher. Gleiche Thematik rechts, den Bremshebel, die Armatur, sag ich mal, um dieses Stück weiter nach links verlegt. So kann ich jetzt hier ganz normal anfassen, mit zwei Fingern bremsen. Und die Bremse ist wirklich gut. Also da reichen zwei Finger völlig aus. Ja, so sieht das Ganze aus. Viel, viel besser als vorher. Viel, viel funktionaler. Ja. So, das sollte erstmal gewesen sein von den ersten Modifikationen an dem Motorrad. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall die Pfoten waschen. Ich habe also heute gemacht, die Handguards abgebaut, die Spiegel abgebaut. Da kommt übrigens noch was Neues. Den Lenker cleaned, also die Strebe weg und alles, was da so dran war. Ich habe die Leitungen neu verlegt, dass das alles ein bisschen sauberer ist. Den Lenker mir selbst ein Stück hochgedreht, die Armaturen nach innen gebaut. Ich habe die Kette
gespannt. Ich wollte eigentlich noch die hinteren Fußrasten abbauen, aber meine Frau, die möchte bestimmt auch mal eine Runde mit drehen. Deswegen habe ich die erstmal dran gelassen und die sind nicht so einfach abzubauen. Jetzt sind nicht nur zwei Schrauben, sondern naja, muss ich da irgendwie Auspuffanlage und so. Alle eine lange Geschichte. Jedenfalls habe ich das noch nicht gemacht, aber die Hitzeschutzbleche für den Auspuff sind schon schwarz. Die Lenkerhöhung hat leider nicht gepasst, da muss ich mir mal ein anderes holen. Aber jetzt mit dem nach oben gedrehten Lenker ist das schon besser. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das sollte gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und habt noch eine schöne Restwoche. Bis die Tage. Real friends.